Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe wieder ein Trash-Päckchen. Ja, es ist übrigens auch noch eins unterwegs. Ja, nachdem wir ja erstmal hier bleiben müssen in unserer Wohnung, kann ich ja ganz normal mit meinen Videos weitermachen wie bisher. Beziehungsweise es kommen trotzdem nicht ganz so viele, weil wir natürlich sehr viele Wohnungen angucken. Ja, haben natürlich auch schon wieder einige schöne gesehen. Einige wurden natürlich direkt wieder anderen und so. Aber ja gut, so ist das. Ne? Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. So, ich muss mein Handy mal leise machen. Familie schreibt nämlich. So, und zwar Trashpäckchen 1. Ihr habt aber auf dem Thumbnail, wenn ihr genau hingeguckt habt, habt ihr gesehen, da war noch eins. Ne? Weil die liebe Sabrina und ich, wir haben halt über Instagram ein bisschen geschrieben. Und dann hat sie gesagt, dass sie und ihre Tochter... Wie so Pubertiere, hat sie gesagt, Pubertiere, Kinder, so sind, kaufen sie halt sehr viel bei DM und wird nicht benutzt. Dann hat sie gesagt, so, ein Trashpäckchen machen. Und ich so, ja, klar, gerne. Und ich hatte halt nämlich noch für zwei Trashpäckchen was und wir haben so um die 50 Teile gesagt. Und auf einmal schreibt sie mir, und das finde ich total süß, hat sie mir geschrieben, ja, das Päckchen ist übrigens unterwegs, aber ich dussel. Ich habe hier was liegen gelassen. Ich schicke dir das noch hinterher, da hat sie mir noch ein Paket, ein kleines geschickt, also... Das hättest du wirklich nicht machen sollen. Also auf die paar Teile kam es da nicht an. Ich habe beide Pakete aufgemacht. Ja, übrigens, das eine, das kleine, das steht hier schon zwei Tage, während das hier in der Packstation eingeschlossen war. Die Packstation war kaputt. Ich wollte halt das Paket abholen, dann stand da defekt. Durfte ich natürlich erstmal warten. So, ich habe das Paket aber aufgeschnitten und habe dann gerade nur den Deckel aufgemacht und dann kam mir ein Brief entgegen und den werde ich jetzt erstmal lesen. Ich glaube, ich kann den Brief vorlesen. Es ist nämlich ein sehr schöner Brief, vor allen Dingen die Handschrift ist wunderschön. Also finde ich. Also das ist so eine Schrift, was ich mag. So, liebe Jenny, ich hoffe, ich kann dir mit den Sachen eine kleine Freude machen und hoffe, du kannst ein klein wenig davon gebrauchen. In Klammern. Ist ja schon eine kleine Herausforderung. Stimmt, weil ich mache halt ziemlich viele Trashpäckchen und da ist ja natürlich auch immer Sachen dabei, die ich nicht gebrauchen kann. Das finde ich halt das Witzige an den Sachen, ne? Weil ich es dann ja einfach weitergebe. Wenn nicht, dann hast du einen kleinen Vorrat für das nächste Trashpäckchen. Genau. Ich ärgere mich so sehr, dass ich erst kürzlich auf deinen Kanal gestolpert bin und auf deinen Trash aufmerksam wurde, denn vor nicht allzu langer Zeit habe ich knallhart aussortiert. Da wären so schöne Sachen dabei gewesen. Naja, zu spät. Aber ab nun werde ich weitersammeln. Ich hoffe, wir können vielleicht irgendwann noch mal eins machen. Trashen hat sie geschrieben, nicht machen. Ich habe gerade mit meiner. Ne? Manchmal liest man Sachen, die man lesen will. Vorausgesetzt, dir gefällt das Paket. So nun aber genug, Labarababa. Bitte bleib so, wie du bist. Ich finde deinen Humor und deine Offenheit großartig. Danke. PS, die Daumen für eine neue Wohnung sind festgedrückt. Chaka, ihr schafft das. Und das macht das Stück, das tun wir. Übrigens, ich habe euch ja so bei Instagram so erzählt, dass... es ja doch gesundheitlich nicht so rosig bei mir aussieht. Ne? Also ich esse kaum noch, weil alles in vierfacher Ausführung rauskommt, wenn man das mal so sagen darf. Und ich glaube, ich habe schon 6 Kilo oder so abgenommen deswegen. Das ist natürlich gut. Also das ist der einzige Vorteil daran. Aber ich war auch schon beim Arzt und so, weil ich bin dann halt auch immer sehr, sehr, sehr müde den ganzen Tag. Und da hat er mich halt auch krank geschrieben. Weil ich kann mich halt auch dann, wenn man irgendwie nichts isst, so, ne, dann kann man sich auch nicht richtig konzentrieren. Da fehlt einem ja so Energie und ich muss jetzt ständig mal Traubenzucker dabei haben, damit ich nicht unter Zucker und so. Also das hört sich vielleicht so ein bisschen Drama an, aber mir ist das wirklich alles dermaßen auf die Psyche geschlagen, alles. Und mein Magen verarbeitet das nicht so richtig und immer wenn ich essen sehe, wird mir übel. Nein, ich bin nicht schwanger. Also das war auch für mich selber, dass ich schon gesagt habe, nee, das ist schon scheiße, auch wenn das vielleicht ein guter Nebeneffekt meiner Figur haben könnte oder so. Aber weil so will ja auch kein Mensch abnehmen, ne? Also ich sehe das jetzt gerade als positiven Nebeneffekt an, aber so, wenn ich morgens schon so mich wirklich abquälen muss, um eine halbe Scheibe Toast zu essen, das ist dann halt schon nicht mehr ganz so witzig. Aber ja gut. So viel zum Thema, wie es mir gesundheitlich geht, aber es wird. Ich tue mein Bestes. Aber ich sag mal so, Ausstellknopf gibt da halt einfach nicht. So, aber ich habe das Ding jetzt mal gerade aufgemacht und da kommen mir schon mal Badezimmerartikel entgegen und
ihr wisst ja, ich persönlich, ich liebe es, wenn ich Kosmetik zum Beispiel abgeben kann und dafür Badezimmerkosmetik zurück. Also ich gebe Make-up ab und kriege dafür Badezimmerkosmetik. Nimmt zwar viel mehr Platz weg, ja, aber es ist schneller aufgebraucht als ein Lidschatten zum Beispiel. Ne? Naja, ich fange an. Ich könnte den ganzen Tag labern, weil ich so auf Videoentzug bin. Ja, hier steht zum Beispiel drauf, bin ich zu blöd für. Ich kenne sowas. Aber ja, die kleinen sind das. Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Also, das sind diese kleinen Einzelwimpern. Guck mal, ich habe meine Nägel wieder gemacht. Nach wirklich Ewigkeiten. Ja, aber ich könnte das auch noch neu machen. Aber ich habe wieder Rot drauf. Naja, auf jeden Fall, diese Einzelwimpern finde ich furchtbar. Die habe ich manchmal dann einfach hier unten hängen. Also ich komme tatsächlich besser klar, wenn ich nur den äußeren oder so machen möchte, dass ich mir so eine Wimper durchschneide, also einen Wimpernkranz durchschneide und dann einfach hinten dran setze. Aber ich vielleicht probiere ich es ja mal. Ich mach auch mal weg, ich brauche halt Platz. Ne? So, dann das hier. Das ist halt aus so einer Haarfarbenpackung, ist das der Conditioner. Ich glaube, den tue ich mir in so einer, vielleicht passt das ja da rein. Ich habe mir die so Dosen hier verwahrt, genau wie die von, oh, da ist noch ein bisschen drin. Also, na, um Gottes Willen, auslecken kann man das vielleicht noch. Ja, ich glaube, ich tue mir das da rein, weil ich habe mir auch von Lush die Verpackung behalten, damit, wenn ich solche blöden Verpackungen habe, damit ich das benutzen kann. Weil ich hasse das, unter der Dusche dann hier einen auf Monster zu machen. Naja, weiter geht's mit dem Text. Ich habe hier einen Nagellack. Das ist aber eine schöne Farbe. So ein Terracotta Rot-Orange. Ich habe zwar Terracotta-Töne, glaube ich, aber nicht so. Und die Farbe gefällt mir sehr gut. Vor allen Dingen, ich wollte eigentlich einen Haul machen dazu, aber so Klamotten ist immer so eine Sache beim Haul. Ne? Ich finde, kaufst du Primark ein, dann heißt es so, du bist voll die Umweltsünderin, so ungefähr. Gehst du bei Hollister einkaufen, bist du auch nur Umweltsünderin. H&M, weiß ich nicht, also ich weiß nicht, wo, klar, es gibt bestimmt Bio-Baumwolle, zum Beispiel bei C&A, hole ich mir auch ab und zu. Aber ich hab da echt keinen Bock mehr drauf, dass man sich anhören kann, warum gehst du da einkaufen? Ja, weil ich es tue einfach, ne? Naja, auf jeden Fall habe ich mir für den Urlaub, ja, habe ich mir nämlich Kleider gekauft. Vielleicht zeige ich die doch trotzdem im Haul, ne? Aber, ja. Naja, auf jeden Fall habe ich mir ein Kleid bei H&M gekauft. Das ist so ein, ja, so ein lange, ich sag mal, bis zur Wade geht das. Und dann geht das hier, so an der Seite wird das so gebunden. Ja, richtig schön. Schmeichelt auch etwas kurvigeren Damen. Und dann passt der Nagellack da bestimmt sehr gut zu. So, 3 Minuten über diesen Nagellack gequatscht. So, Alpecin. Ach, hier hinter steht was. Musste unbedingt gekauft werden. Mag mein Mann aber nun überhaupt nicht. Nur einmal benutzt. Vielleicht findest du ja wen, der es mag. Achtung, nur für dunkles Haar. Oh, das ist gut zu wissen. Sonst hätte ich das mit meinem Freund angedreht. Aber mein Freund ist blond. Tuning Shampoo. Power für ihren Naturton. Ich werde bestimmt jemanden finden, der das nimmt. Tu mal erstmal dahin. So, Balea, brauche mich doch bitte auf. Ja, ja, Marit steht hier doch. Also, ich soll es aufbrauchen, Marit dann auch. Was steht denn hier? Achso, keine Ahnung. So, und zwar ist das von Balea, die Oil Repair Intensivhaarmaske. Ja, Haarkuren gehen ja bei mir weg wie nichts, ne? Das ist so ein schöner Geruch. Ich hatte mal eine Balea, so eine Maske, ich weiß gar nicht, wofür die war. Auch Oil Repair irgendwas, aber nicht intensiv. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, der Geruch, das ist so ein Kakaogeruch, mag ich nicht. Und das hier ist so ein orientalischer, finde ich gut. So. Spülung geht immer. Trockenes und feuchtig und strapaziertes Haar. Feuchtigkeit von Balea. Ich glaube, ja, der Duft ist jetzt nicht so komplett meins, aber es wird benutzt. Es ist einfach eine Spülung, ne? Weil ich mag nicht so gerne Pfirsich, Ananasdüfte und sowas. Was haben wir denn hier schön? Das mag ich aber. Das ist mein Haar. Achso, ich lese erstmal vor. Mein Haar und dieses Shampoo kommen auf keinem Nenner. Okay. Ich mag das. Ich finde es gut. Ich hatte das auch schon mal. Aber ich weiß gar nicht, warum ich mir das nicht mehr gekauft habe. Und zwar ist das... ich finde das geil, dass du halt Sachen dabei hast, die für meine Haare sind. Für trockenes, strapaziertes Haar. Von Ghoul. Das hier. Ich mag den Geruch auch. Ein Tesafilmmonster. Boah, letztens unter der Dusche, was war das? Ich hatte irgendwas aus dem Tischpäckchen. Genau, so eine Tonerde, Nivea-Duschgel, ne?
Ich habe die Krise gekriegt, da war so viel Tesafilm drin. Ich war da am Rumknabbern und ich habe gedacht, boah, hier laufen gerade 300 Trillionen Liter Wasser aus der Dusche, nur weil ich dieses blöde Ding nicht aufkriege. Aber ausmachen wollte ich es ja auch nicht, ne? Ich habe gerade mein Handy leise gemacht, naja. Doch, ich finde den Geruch toll. Süßlich sogar. Ja, mag ich. So, Balea Hitzeschutzspray schützt vor Austrocknung. Ja, ich habe so viele Hitzeschutzsprays. Wie riecht das denn? Alkohol an erster Stelle, kann das sein? An zweiter, nach Wasser direkt. Ich glaube, das tue ich weg. So, so dann geht's weiter. Rose Water, okay. Jelly Cleanser. Ja, cool. Das ist ein Rosenwasser-Cleansing-Gel. Rosenwasser ist der ideale Reiniger für den Tag. Er löst Make-up, Schmutz und Verunreinigung. Der Anti-Schaum, die Anti-Schaum-Formel-Gel verhindert, dass die Haut austrocknet. Morgen und Abend verwenden. Auf trockener oder feuchter Haut auftragen und mit den Händen. Na, okay. Ja, cool. Riechen. Ah, ja, das riecht nach Rose. Ah, schön. Ja, mag ich. So, dann tun wir das eben mal kurz rüber. Da haben wir nämlich... Ja, das ist diese Gliss-Kur-Sache, deren Duft ich nicht so Bombe finde. Da habe ich letztens auch, glaube ich, gehabt. Ja, wohl. Ja, komm, das geht. Das war ein anderer, glaube ich. Das war definitiv ein anderer. Ja, ich mag diese Sprühkuren nämlich sehr gerne. Habe ich gerade einen zum Gliss-Kur auch wieder leer gemacht. Aber so ein Öl-Komplex-Zeug. Keine Ahnung, war gut. So, dann, ich mache eben wieder Tesafilm ab. Habe ich nämlich einen Nagellackentferner bekommen von Evelyn. Und Nagellackentferner kann man nie genug haben. Acetonfrei. Da schnupper ich jetzt nicht dran, sonst kriege ich direkt so einen Anfall. Das Haarparfüm habe ich auch schon mal gehabt und auch weitergegeben. Und das tue ich in diesem Falle auch, weil ja auch wieder an erster Stelle Alkohol ist. Super für trockene Haare, ne? Ja, dann habe ich hier von Isana Clean and Care fliegendes Gesichtswasser in so einer kleinen Reisegröße. Könnte ich ja mit in den Urlaub nehmen. Nächsten Monat geht es nämlich in den Urlaub für uns. So. Dann haben wir hier Marc, leider kein Lavendel, dafür ich. Und ich, doch, wir haben noch ein bisschen Badezusatz, aber das macht ja nichts. Den hatte ich auch vor kurzem mal. Ja, das ist halt so eine richtig kräuterige Lavendel. Oh, so was würde ich noch als Kerze holen. Gieße ich mir eine Kerze von. So, dann gucken wir doch mal jetzt. Ne, da unten sind noch ein paar. Komm, das dann mache ich noch, was ich sehe. Also, dann kommt nämlich Dekorative. Handcreme von Isana, so mit milder Kamelle. Das sind immer die guten. Also, das sind für mich so die perfekten Größen für meine Handtasche. Weil ich habe ja diese kleinen Liebeskind-Handtaschen. Und da passt ja nicht so viel rein. So. Das ist ungefähr so ein Nagellack, wie ich es gerade trage. Die Farbe 45Q. So viele Rotbinde. Und dann hat sie hier nochmal so Nagellacke. Da ist ja ein Zettelchen drin. Ich glaube, der gehört hierzu. Ich weiß, du findest zu viele Nagellacke doof. Aber ich muss mich wirklich mal trennen. Ist doch auch bestimmt etwas zum Weiter-Trashen bei. Ja, wir sagen ja eigentlich immer 10% maximal Nagellacke, damit das kein ganz ich. Dass ich keine 50 Nagellacke kriege und ich 50 andere Sachen verschicke. Aber die Farbe hier ist auch schön. Das ist die Farbe 07. Wartet mal, ich hoffe, man das kann das einfangen. Weil man kann mittlerweile ohne Tageslichtlampe filmen. Und dann sind die Farben echter. Ich mag das echt viel lieber. Ich muss bald das Ringlicht mal wieder einmotten. Ich habe nämlich dann so eine Tasche dafür, die war dabei. So, die anderen Nagellacke. Da haben wir einmal einen Color Show in der Farbe 16N vielleicht. Keine Ahnung, das ist so ein Türkis. Petrol R. Dann ein Pink, das gebe ich weiter, weil Pink kann ich wirklich. Ich habe bestimmt 30 verschiedene Pink-Farben. Also, guck mal hier, voll süß. Ich habe ein neues Patch gekauft und endlich zugeschickt bekommen. Aber meine Weste ist mittlerweile echt ordentlich, weil die muss ich euch noch aktuell zeigen. So, dann sowas habe ich auch von P2, deswegen gebe ich den hier auch weiter. Das ist die Farbe Little Princess. So, Esprit Nagellack. Ich finde hier keine Nummern, egal. Das hier ist ein Esprit Nagellack. So, jetzt kommen so ein paar kleinere Sachen hier wieder. Einen Max and More Eyeshadow. Das ist, glaube ich, Action, kann das sein?
Also ich hatte mal was von Action, das hat mir leider, die Augen haben davon getränt. War ich nicht so von angetan. Deswegen, auch wenn es eine schöne Farbe ist, wandert der weiter, weil ich finde immer so gerade Augenpartien, so schnell kann man sich keine neuen Augen kaufen, wenn die nur tränen und so viel. Nee, mache ich nicht. So, dann haben wir hier von, was ist das denn? Kryolan. Ich weiß nicht, was das genau ist. Ich denke mal ein Rouge. Ich lasse das aber zu, weil die Farbe ist auch nicht ganz so meins. Aber das wird weitergegeben. So. Ich kann mir nicht auch schön das. Was ist das? Upsi, ach, das sind Ohrringe. Ich hab, also ich weiß, kann keiner wissen. Und die sind auch wirklich schön für so ein schwarzes Kleid oder sowas. Ja, oder meinetwegen sogar hier. Aber ich habe das bei Schmuck, ob echt oder unecht, ich tue die rein und ein Ohr wird immer knallrot. Aber nur eins und dann bin ich ja die ganze Zeit am Jucken und deswegen trage ich ganz selten sowas. Also ich trage es mal, aber ganz selten. So, dann geht es hier weiter. Ich glaube, das sind Lippenprodukte hier. Auch wieder Max & More. Ich denke mal, das ist ein Lippenstift für meine Schwester. Den werde ich dann meiner Schwester geben. Ich habe, ich glaube, wie viele Lippenstifte? 96 oder so? Da bleiben wirklich nur noch die richtig tollen dann. So, L'Oreal Lippenstift 374 Intense Plum. Den werde ich mal in einem Style & Talk definitiv ausprobieren. So, dann von P2 die Farbe 70 Voicier Opotion. Nee, Opinion. Voice Opinion. Das ist auch so ein krasses Dunkles. Oh, der ist sogar noch steckender als der von L'Oreal. Schaut mal. Aber ich, ja, da ist auch noch, ist halt auch eine andere Farbe. Komm, der wird auch mal benutzt. Wenigstens mal benutzen und dann entscheiden. Rival de Loop 104, ich glaube, den hatte ich mal. Ja, den hatte ich mal, der wird weitergereicht, weil solche Farben habe ich mir letztens irgendwann ganz viele so von Colourpop bestellt. Hier so, die sind noch in Originalverpackung sogar, habe ich mir bestellt und die sind wirklich einfach, da braucht man nichts anderes dann mehr. So, einen Sinas Nude von Love. Davon habe ich ja mittlerweile, ich glaube, alle abgegeben. Aber so einen Nude-Ton habe ich davon nicht gehabt. Und oh, der ist so schön. Der wird auf jeden Fall behalten. Guckt mal. Das ist dieser hier, der ist schön. Da muss ich mal gucken, ob der sich mit meiner Lippenfarbe, mit meiner Hautfarbe dann halt auch verträgt. Wir haben hier noch einen Lippenstift von Chanel. Oh, die Farbe 26 in so einer Verpackung, das ist halt nicht dieses Schwarz oder so ein Anthrazit. Davon hatte ich auch mal. Oh, der ist ja noch süß. Das ist ein kleiner, ja, natürlich ist ein kleiner. Ja, auf jeden Fall sind das, glaube ich, Limited Editions, aber der ist mir zu pink, leider. Ich mache da mittlerweile auch keinen Unterschied mehr, ob das High-End ist oder Drogerie, wenn es mir dann nicht so zusagt. Hier, das sagt mir zum Beispiel nicht so zu. Das ist von Essence einer Shine On 03. Aber die Verpackung finde ich schön. Naja, auf jeden Fall, wenn mir das nicht zusagt, ob günstig oder teuer, dann kommt es weg. Also da mache ich jetzt mittlerweile keinen Unterschied mehr. Früher habe ich immer meine MAC-Lippenstifte alle behalten, alle High-End und so. Nein, das machen wir nicht mehr. So, dann haben wir hier, benutzt du sowas? Ich leider nicht mehr. Nee, ich auch nicht, da hast du recht. Das ist so ein, oh Gott, vor allen Dingen, also wenn, ich lasse es direkt eingepackt, das ist von Profissimo, ist das so ein Parfümöl, Zimt. Vor allem gerade Zimt, ich werf mal eben. So, mag ich auch nicht so. So, dann haben wir hier, nur geswatcht Indianer Ehrenwort. Wie süß, cool. Und zwar hast du nämlich ein Liquid Lipstick dabei gelegt. Und zwar ist es eine geile Farbe. Guckt euch das mal an. So ein Taub-Lila. Visionary heißt der. 95. Und ich liebe ja diese Maybelline Matte Ink Dinger. Ich muss mal eben. Ist noch ölig. Krasse Farbe. So ein kühles Lila. Das werde ich mal im Video, denke ich, ausprobieren. Aber ich lasse es mal trocknen. Weil das ist ja schließlich matt. Ah, sie hat mir hier ein paar Parfümproben reingelegt. Ich muss unbedingt meine Parfümproben mal lernen. Ne? So, und zwar drei Düfte Yves Rocher, Herren. Dann Chanel Chance und Eau Fraîche, weiß der so? Keine Ahnung. Und weiter geht's. Da haben wir hier, ja, der ist... Mit meinem Tesafilm? Ach, ja, der Woom Woom ist schon älter. Und war...
auch bei mir eine kleine Kosmetikleiche. Ich habe ihn allerdings erst im Februar zu Karneval geöffnet. Vielleicht hast du noch Verwendung. Und zwar, ich kann mich auch gar nicht mehr. Ich weiß, ich habe sowas mal gesehen, ja, in irgendwie so, ich sag mal, Schminksammlungsvideos oder sowas. Aber ich kann mich tatsächlich an diese LE nicht erinnern. Und das ist so ein Blau-Lila. Ja, der ist nicht so gut pigmentiert, ne? Man müsste da schon, man muss schon mehrmals drüber gehen. Schauen wir mal. Ich glaube, eher hier hin. Ich muss mal ganz eben was gucken. Jetzt hat sie nämlich extra was draufgeschrieben. Sie hat mir hier einen kleinen Spickzettel draufgeschrieben. Du verkleidest dich ja auch gern. Damit kannst du dir Hörner, eine große Nase, whatever, zaubern. Auf der einen Seite ist die Farbe leider etwas abgegangen, da ich meinen Namen wegwischen wollte. Doofe Idee. Ich habe mir angewohnt, meine Sachen zu beschriften. Also sie hat ein bisschen mehr draufgeschrieben. Allerdings hat sie mir einen Zettelchen gesagt, dass ich das erste nicht erzählen soll. So, und zwar ist das hier so, eine Masse, die jetzt noch sehr hart ist, weil es ist echt kalt draußen. Aber die kann man halt als Modelliermasse kann man das nehmen, um sich so bösartig an Halloween zu machen. Cool. Woher kamst du nochmal? Nicht weit weg von mir. So, und zwar, dann geht's weiter. Anti-Age-Gesichtscreme, geil, finde ich gut. Unbenutzt steht hier hinten drauf. Sowas mag ich. Wie gesagt, nächsten Monat geht's in den Urlaub, Kreta. Und ja, das da wird mitgenommen. Allerdings habe ich immer Probleme, ich muss immer sensitiv nehmen. Vielleicht, ich hoffe nicht, dass ich davon Pickel kriege. So, dann haben wir hier noch von Florena und von Handcreme von Florena und Balea, was ist das? Selfie Ready Cream, was ist das denn? Ist das so eine Art Primer oder sowas? Naja, dann haben wir nochmal so ein Ding, was ich dann in so einen Teil reinfülle. Und Spülung für wintergestresstes Haar, das werde ich auch benutzen. Das hier, das ist dieses, stehe ich nicht so drauf, um ehrlich zu sein. Das sind so Tracemoon, diese Körperlotions. Ich habe das Gefühl, die pflegen nicht so wirklich. Das werde ich weitergeben. Was war denn noch Schönes? Nochmal so eine hier. Du färbst dir also die Haare oder deinem Mann. So, und dann machen wir hier weiter. Jetzt nochmal einen Lidschatten. Was so. Nennt man das Washi-Tapes? Ich bin ja null informiert, was sowas angeht. Ne? Aber ich glaube, das sind doch Washi-Tapes. Ne? Machst du deinen Kalender schön? Ich nicht. Bin da zu faul für. Ich habe da auch gar keine Zeit für. Ich schaff dir das alles. Naja. Aber ja gut, vielleicht macht ihr keine YouTube-Videos. Ne? Das ist wahrscheinlich die Zeit, die ich da verplempere. Crazy Jetlag von P2 ist der Lidschatten. Und das ist so ein, ja, so ein ganz frostiger Ton. Ich glaube, den werde ich weitergeben, weil... So was habe ich in Paletten dann doch. Und das benutze ich sowieso ganz selten. So, Washi-Washi-Tape. So. Einen Lidschatten aus dieser Essence Must-Haves-Reihe. In so einem lila Tönchen. Dahin. Ach, hier sind noch mehr davon. So, dann... achso, das war übrigens die Farbe. 4 Sets the Stage. Dann haben wir hier... Mermaid at Heart und Purple Clouds. Aber es sind alles so Farben, wo ich noch nicht ganz genau weiß. So, Altera Make-up Drops zum Abdunkeln ihres Make-ups. Da habe ich zwar noch welche, aber ich probiere es trotzdem mal aus. Vor allen Dingen als erstes, weil die sind bis Ende des Jahres, sind die halt haltbar. Und dann probieren wir das einfach mal. Stelle ich direkt hier oben rein. So, dann haben wir hier, glaube ich, eine Palette, so wie das aussieht. Ja, von Meki, kenne ich nicht. Bertrands. Das ist, glaube ich, so ein Dupe zu der Zweier. Oder? Woher ist sie? Ich mache mal einen Look damit. Schauen wir mal, wie die so performt. Sehr düster, aber auch ein paar schöne helle Farben ja dabei. So, dann haben wir hier ein paar Kajal oder Lip Liner oder sowas. Und zwar haben wir hier einmal einen Lip Liner in der Farbe 280 von Trended Up. Coole Farbe, wird behalten. Von, was ist denn damit? Ach, das ist gleichzeitig sogar ein Spitzer, krass. Von Max & More. Wie gesagt, da habe ich Angst vor. Ich habe da schon, wie gesagt, ein paar Sachen schon von benutzt und die haben alle gebrannt.
beziehungsweise getrennt. Und dann haben wir hier noch ein Kajal von Essence. Und das ist. Wo steht denn? Beach Bum. Mal gucken, ob der auch so metallic ist. Ja, ist okay, tu mal weg. Das ist dieser hier. So, jetzt haben wir hier, was ist das denn? Zur Gesichtshaarentfernung. Ich verstehe es nicht, du vielleicht. Man schlägt sich damit ins Fresslein und dann gehen die Haare weg, oder was? Also, nee, was soll, nicht jetzt? Vielleicht, ach so, wischt. Au, okay, jetzt verstehe ich. Nein, will ich nicht. Ich habe Angst davor. Oh mein Gott. Wäre auch geil gewesen, sich damit so in die Fresse zu schlagen und dann zu denken, dass davon die Haare weggehen. Wahrscheinlich so. Und dann zieht man sich die so aus, so Barthaare und Augen. Oh nee, nee, habe ich Angst. Nee, auf gar keinen Fall. Nimm das wieder. Ich schicke dir das zurück. So, dann haben wir jetzt zwei Nagelfeilen. Ultra cool. Die Nagelfeilen kann man nie genug haben. Vor allen Dingen, die ist sehr schön mit dem Pfauenauge. Und dann haben wir hier noch sowas. Sehr hübsch. Wird behalten. Bleibt da. So, dann haben wir ein Lip Brush, okay, von Essence. Sieht so aus. Was haben wir denn hier? Eine Zahnbürste. Jo. Die gebe ich weiter, weil, ja, hier was Mysteriöses gefunden. Und zwar so ein, kann man, ich weiß nicht, was das ist. Riecht auf jeden Fall auch nicht angenehm. Also nicht schön, würde ich jetzt mal behaupten. Keine Ahnung, was ist das? Was ist das? Dahin. So, dann haben wir hier, was ist das denn? Schrubbelsalz. Ein sanftes Körperpeeling. Cool. Das riecht nach gar nichts. Vielleicht muss man das. Ne, einfach nur. Okay, einfach nur auf die feuchte Haut auftragen. Okay. Dann haben wir hier Nagelschmuck. Voll süß sieht das aus. Ich mache sowas ja nicht, aber es sieht trotzdem toll aus, diese Perlchen, die da sind. Aber die, das kriegt jemand anders. So, Alpaka Face Mask, das ist natürlich meine. Definitiv, das ist was für mich. Tun wir hier hin. Oh ja, da bin ich auch mal gespannt drauf. Das werde ich gerne mal benutzen. So Karneval oder sowas. Habe ich auch schon mal öfter gesehen. Das sind solche Gesichtspaletten-Dinge. Und ja, finde ich cool. Das werde ich definitiv benutzen. Da werdet ihr mal irgendwann einen Look zu sehen. Was haben wir denn hier Schönes? Das ist. Achso, so ein Wäschesack. Wie cool. Mit. Was ist denn das für ein Duft? Riecht gut. Ja, so auf jeden Fall blumig. Ich kann euch nicht sagen, woher das ist. Kenne ich nicht. Und dann hast du mir noch Pots mitgeschickt, glaube ich. Nee, was ist das? Doch, das ist Pots. Genau, ein Pot. Boah, das ist schon ein Hammer, dass sie das so verpacken. Oder für ein Pot so viel Plastik. Guck mal, man macht das hier. Ich werde den ja eh benutzen. Ne? Also das wäre ja dann Verschwendung, wenn man es nicht benutzen würde. Also, aber ich bin dir dankbar, sowas, dass du mir sowas schickst. Aber ich meine die Firma, ne? Also Folie und dann einmal so. Da darf man kein Mensch erzählen, ne? Dann macht man das auf und dann hat man da tatsächlich einen Pott drin. Das riecht gut. Aber, Davon wirklich kein Menschen erzählen, ne? Nee, nee, nee. Wird natürlich benutzt. So, und dann hast du mir hier noch so Proben und sowas beigelegt. Pearl Gel. Aha, nee, so Gel brauche ich eigentlich nicht. Das gebe ich dann immer gerne mal. Oh, aber das nehme ich. Das ist so Weichspüler. Cool, benutze ich natürlich dann auch. Das ist wahrscheinlich immer so für eine Menge. Cool, ist nämlich von Comfort Incense, kenne ich gar nicht. Aber egal, wird benutzt. Ja, so Pröbchen tue ich auch gerne mal in so Sachen rein, wenn ich was geschickt bekommen habe oder so, ne? So, jetzt tue ich die Badezimmersachen hier rein. Oh, und dann haben wir ja noch das zweite Päckchen von ihr, ne? Und das ist halt ein kleines, das nicht nötig gewesen wäre, ne? So, und zwar ist da drin feuchte Tücher. Das sind auf jeden Fall mit Aloe Vera und Vitamin E. Die werde ich mir hier lassen, um die dann zum Abschminken oder so zu benutzen. Oh, dann nochmal sorry für meine Schusseligkeit. Ich hoffe, du freust dich, auch wenn es nicht
viel Schminkzeug ist. Nein, das ist wirklich kein Problem. Wie schon gesagt, ich habe vor kurzer Zeit aussortiert. Und sie hat mir hier Joghurette dabei gelegt. Ich habe gerade voll Hunger. Aber das Problem ist ja mit meinem Magen im Moment. Ne? Also ich kann ja nichts bei mir behalten. Wenn ich das jetzt esse, dann muss ich aufs Klo. So, dann habe ich die Hydrogel Lip Mask. Die ist voll cool. Was heißt voll cool? Also die ist okay für das Geld. Definitiv 1 Euro oder so bei Action. Kaufe ich mir auch gerne. Und dann haben wir hier einen, für die Nagelhaut sind das, ja, wie geil ist das denn? Das sind so Fingerüberstülper. Guckt mal, das ist halt mit so einer Gurkenmaske für unsere Fingerkuppen. Cool, das finde ich cool. So, dann haben wir hier von Fructis Wonder Mask. Ist das Step 1? Ist ein, oh Gott, da steht was auf Holländisch. Achso, das ist wahrscheinlich einfach nur Shampoo und Spülung, oder? Denke ich mal, keine Ahnung. Aber Wonder Mask. So, dann habe ich hier von Lavendel, und du magst ja keine Lavendel, ne? Kann ich hier schön aufstellen, Flüssigluft-Erfrischer Lavendelblüte. Ja, oder im Schrank. Im Schrank habe ich sowas auch gerne mal immer reingetan. So, dann von Fahr eine Seife. Finde ich auch gut. Hab schon letztens zu meinem Freund gesagt, ich so, Schatz, soll man nicht einfach, wenn wir die ganzen Flüssigseifen aufgebraucht haben, soll man dann nicht auf Stücke Seife umsteigen, schon alleine wegen dem ganzen Plastik. Oder wenigstens öfter mal Stück Seife nehmen, anstatt immer Plastik, Plastik. Ja. Auf jeden Fall, das ist so eine Seife, die erinnert mich halt an meine Kindheit, weil meine Eltern damals immer Fahrstück Seifen hatten. Und dann habe ich hier noch das Teil. Und das ist eine Mascara. Erst kürzlich bei Rossmann gekauft, hat mir mehr erhofft. Leider gibt der Mascara kaum Produkt ab. Vielleicht hast du ja Liebhaber dafür. Vielleicht. Weil ich mag die auch nicht. Das ist die, das sind die mit den dicken, mit der dicken Bürste. Sieht übrigens so aus. Ich werde die dann weitergeben. Ja. Und das war's. War auch lange genug. Ne? Ich hoffe, ich kann das Video so ein bisschen einkürzen beim Schneiden. Ja, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, im Anschluss seht ihr jetzt die Produkte, die ich ihr schicke. Allerdings muss ich zu meiner Schande gestehen, ich hatte da ein Produkt bei, was ich einer anderen ins Paket gelegt habe. Und sie hat dafür ein anderes gekriegt. Also, liebe Sabrina, nicht wundern, wenn da ein Produkt bei ist, was bei dir im Paket nicht vorkommt. Dafür ist was anderes bei dir drin. Ich habe da irgendwie, ich war auch schusselig, sagen wir es mal so. Ne? Ja. Okay, oh ja, genau, hier ist übrigens der Lippi. Coole Farbe, würde ich sagen, aber ich muss den mal ganz kurz jetzt abmachen. Naja, mache ich gleich, wenn ihr weg seid. Okay, bis dann, ciao. Ja, und diese Produkte hier schicke ich alles der Sabrina. Sie hatte mich nämlich auch gefragt und ja, das sind dann alle Sachen, die ich noch so habe zum Vertrashen.